Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Nerd von Medizin. Hi. Es ist Kapuzenpullover oder Pulloverzeit und wir sind mit einem spannenden Thema am Start, beziehungsweise der Philipp, weil er der Schlauere von uns beiden ist. Naja. Naja. Aber wir tun es mal so. Philipp, worum geht's heute? Jo, es geht um das therapierefraktäre Kammerflimmern. Und das ist ja eine Situation, die uns ab und zu in der Notfallmedizin mal begegnet und dann steht man immer relativ hilflos da. Therapierefraktäres Kammerflimmern heißt für mich jetzt eine Reanimation, wir schocken den ein paar Mal und der ist trotzdem im Kammerflimmern, oder wie genau definierst du das? Genau, also wir haben uns vorher überlegt, wie genau gehen wir ins Detail und was wir jetzt in dem Video besprechen, das ist das Kammerflimmern, was trotz Schockabgabe einfach immer weiter flimmert. Und man spricht von Therapierefraktär übrigens bei mehr als drei adäquaten Schocks oder adäquater Therapie durch Schocks und weitergehenden Kammerflimmern. Okay, das heißt, da entfernen wir uns auch so ein bisschen von den Leitlinien. Genau, das ist das Wichtige, was wir dem Video eigentlich vorausschicken müssen. Man muss sowieso wissen, desto länger eine Reanimation andauert, desto schlechter wird die Studienlage und irgendwann ist die Evidenz extrem dünn. Und so ist es auch heute bei unserem Thema. Das muss man einfach wissen. Aber trotzdem muss man ja in so Situationen auch handeln. Das heißt, wir entfernen uns definitiv ein bisschen von den Leitlinien. Die Studienlage ist dünn. Wir haben trotzdem versucht, oder ich habe versucht, in den Shownotes alles so an Studien, was da ist, so ein bisschen mal vorzustellen oder die aus meiner Sicht wichtigen Punkte. Okay, das heißt, es ist jetzt ein Vorschlag, ein Kochrezept, Themen, wenn die Leitlinien nicht mehr weiterhelfen. Ja, genau. Okay. Gut, also, da liegt jetzt einer, ich reanimiere ihn jetzt schon eine ganze Zeit lang, der flimmert immer vor sich hin. Was jetzt? Ja, jetzt muss man sich erstmal überlegen, was ist denn die Ursache dafür, dass der flimmert? Und für Flimmern, da gibt es eigentlich vier Hauptursachen. Das ist einmal myokardiale Ischämie, also der hat einen Herzinfarkt geschoben. Okay. Das ist ja bei uns in unseren Breiten das häufigste eigentlich. Dann Elektrolytentgleisungen. Medikamentenüberdosierung oder Nebenwirkungen mal im weitesten Feld und eine Intox. Ne? Okay. Also das muss man sich vorher mal überlegen, weil es natürlich enorm wichtig ist, die reversible Ursache zu erkennen und dann zu behandeln. Das steht allem voran. Mhm. Und jetzt geht es aber weiter. Was mache ich jetzt? Ne? Ich blitz und nichts tut sich. Und dann muss man erstmal überlegen, was kann man vielleicht an der Antiarrhythmika-Therapie anders machen. Und man muss wissen, diejenigen, die schon lange mit dabei sind, die kennen ja noch das Lidocain von früher. Und die, die jetzt ganz, ganz akut alles mitlesen, die wissen auch, ILCOR, Empfehlung 2019, Lidocain ist dem Amiodaron eigentlich gleichwertig und kann daher äquivalent verwendet werden. Nächstes Jahr kriegen wir das Leitlinien-Update, da wird das wahrscheinlich dann auch nochmal explizit drinstehen. Aber wenn wir jetzt einen Patienten haben und der flimmert weiter trotz Amiodarongabe, dann kann man sich überlegen, ob man nicht besser auf Lidocain umsteigt. Jetzt runzeln manche vielleicht die Augenbrauen, weil Antiarrhythmika sollte man eigentlich nicht mischen. In dem Fall sollte man aber vielleicht trotzdem drüber nachdenken, denn Amiodaron verlängert ja die QT-Zeit und wirkt auch zum Teil über diesen Effekt. Und Lidocain verlängert aber nicht die QT-Zeit. Und von daher, wenn der Patient jetzt aus irgendeinem Grund ein Long-QT hat und deswegen vielleicht das Kammerflimmern auch immer wieder unterhalten wird, oder wenn der Patient vielleicht Kammerflimmern hat, was immer wieder beendet wird, dann aber eine Extrasystole kommt und dann das Kammerflimmern wieder getriggert wird, dann wäre das ein Patient, der von Lidocain zum Beispiel 100 Milligramm profitieren würde. Ganz kurz, das einfach Push, 100 Milligramm, zack. Genau. Ja. Okay. Gut, also jetzt haben wir Amio probiert, jetzt haben wir Lidocain probiert. Hilft bringt nichts. Alles nichts. Ja, genau. Oh, dann kommen wir jetzt in Bereiche, wo die Evidenz immer schwächer wird. Noch aber schwächer. Man muss sich aber überlegen, was haben wir dem Patienten natürlich auch gegeben? Adrenalin. Was macht das Adrenalin? Das Adrenalin ist natürlich enorm proarrhythmogen. Jeder, der aus Versehen mal Adrenalin überdosiert hat, der hat vielleicht gesehen, dass da immer mal wieder VTs dann auch entstehen können. Also das ist ja ein Medikament mit Nebenwirkungen. Wenn wir jetzt aber einen Patienten haben, der hat schon Kammerflimmern, dann könnte man natürlich darüber nachdenken, ist dann das Adrenalin eigentlich das Richtige? Und da gibt es einige Studien eigentlich dazu, die untersucht haben, ob Beta-Blocker vielleicht das Herz eben vor dieser negativen Wirkung des Adrenalins schützen können.
Da werden natürlich immer kurzwirksame Beta-Blocker untersucht, also Esmolol zum Beispiel. Aber man muss sagen, das haben wir in der Präklinik nicht. Das heißt, in der Präklinik haben wir nur das langwirksame Metoprolol normalerweise dabei. Und das wäre so eine Überlegung wert, ob man das nicht probieren möchte. Beim Esmolol wäre man so bei 3 bis 5 Milligramm als Initialdosis, kann man mal probieren. Und da wäre ich auch schneller dabei. Beim Metoprolol muss man sich gut überlegen. Da würde ich mit maximal mal ein Milligramm mal geben. Man muss sich nämlich überlegen, wenn der Patient dann einen Rost bekommt, dann hat er natürlich noch eine Beta-Blocker-Wirkung und wird deswegen vielleicht umso mehr im Schockgeschehen bleiben. Aber man kann mal drüber nachdenken und sollte es mal gehört haben, so als Last Option. Okay. Jetzt denke ich gerade noch mal drüber nach, was fällt mir noch ein? Ach, was man immer so gibt bei irgendwelchen Arrhythmien, ist doch Magnesium. Ja, ein wunderbares Elektrolyt. Und da, wenn man die, wenn man genau die Empfehlung mitliest, wurde eigentlich davon abgeraten, blind Magnesium zu geben. Okay. Jetzt würde ich es trotzdem empfehlen. Ja, jetzt muss man aufpassen. Ja. Wieder viel Stirnrunzeln vor den Rechnern. Magnesium ist ja ein Medikament mit ganz, ganz wenigen Nebenwirkungen. Natürlich ist die Studienlage dazu eigentlich vernichtend, aber wann kann Magnesium Sinn machen? Bei Patienten mit einer Hypokaliämie oder Hypomagnesiämie natürlich auch, aber auch dann, wenn da ein Long-QT hintersteckt. Und aus meiner Sicht, wenn wir in einer mit dem Rücken an der Wand Situation sind, dann kann man sich trotzdem überlegen, mal 2 Gramm Magnesium als Kurzinfusion zu geben. Trotzdem, ganz klar, in den Empfehlungen steht drin, dass es keinen Nutzen bringt. Aber die Nebenwirkungen sind auch verschwindend gering. Okay, das heißt, zusammengefasst gibt es eigentlich so 3 Medikamente, die man sich überlegen kann nach dem Amiodaron, also quasi wenn die Leitlinien am Limit sind. Das eine ist Magnesium, das andere sind Beta-Blocker und das dritte ist das Lidocain, wobei vermutlich jetzt das Lidocain noch am ehesten irgendwie evidenzähnliche Dinger hat, ja. Und Beta-Blocker und Magnesium schon sehr weit weg von allen Zuständen sind. Da kann man mal drüber nachdenken. Am ehesten denke ich mal First-Line-Lidocain, oder? Yes, auf jeden Fall. First-Line oder Second-Line oder so. Ja, genau. Also oder Lidocain statt Amiodaron, wenn wir jetzt schon wissen, dass der Patient einen Long-QT hat, dann natürlich auch. Und da werden wir sogar jetzt durch das ILCO-Update voll in den Empfehlungen drin. Okay, Philipp, jetzt sagen wir ja immer instabil Strom. Ja. Und es ist ja eine charmante Überleitung zum Thema Defibrillation. Da gab es ja in letzter Zeit dann doch irgendwie mehr Double-Sequence-Defibrillation und so weiter. Wie, was denkst du dazu oder was sagt die Datenlage? Genau, das ist ein guter Punkt. Man muss sich ja überlegen, wenn das Herz weiter flimmert, trotz Schockabgabe, vielleicht sind die Schocks auch einfach nicht adäquat genug, um das Herz zu erreichen. Und da gab es ja, ging durch die Foam-Welt eigentlich die Double-Sequence-Defibrillation. Das heißt, man appliziert einen Schock mit einem zweiten Defibrillator, wo die Pedals im Endeffekt neben die Standard-Pedal-Position geklebt werden. Manchmal liest man aber auch zum Beispiel dann AP-Position. Und dann werden beide Defis nahezu gleichzeitig gedrückt. Nicht genau gleichzeitig, sondern nahezu gleichzeitig. Und dadurch hat man nochmal eine höhere Möglichkeit, eben das gesamte Myokard zu erreichen und dann auch eine Konversion in einen adäquaten Rhythmus zu erzielen. Die Studienlage dazu ist mau. Und man muss auch sagen, es gibt mittlerweile auch einen Fallbericht, wo ein Defi mal kaputt gegangen ist. Und wir handeln da ganz klar nicht medizinproduktegesetzkonform. Das ist so. Ja. Trotzdem sollte man das kennen und jetzt kann man sagen, und auch das konnte man mittlerweile eigentlich ganz gut zeigen, ob man jetzt Doppelschock abgibt oder ob man einfach nur die Position der, der Patches mal wechselt, ja, weil vielleicht bei dem Patienten einfach mit der aktuellen Pedal-Position keine gute Myokardpenetration erreicht wird, das ist wahrscheinlich egal. Das heißt, klebt dann zum Beispiel einfach mal AP um. Ja, und schockt so weiter und dann hat man vielleicht nochmal einen besseren Erfolg. Okay, Medikamente, Strom, was kann man noch machen? Jetzt sind wir fast, also jetzt ist schon Last Option. Und jetzt kommt aber trotzdem die Frage, wird der Patient eigentlich schon optimal versorgt? Oder die Frage sollte sich natürlich vorher schon stellen. Das heißt, wir sollten die Umstände für den Patienten optimieren, besonders im Krankenhaus. Also der
die Thoraxkompression sollten so ausgelegt werden, dass man ein maximal hohes ETCO2, also möglichst über 20 durch die Thoraxkompression erreicht. Manchmal merkt man nämlich bei Patienten schon durchaus, dass man den Druckpunkt ein bisschen verlagert und dann hat man gleich ein deutlich besseres ETCO2. Das ist das eine. Die Katecholamintherapie sollte man so dosieren nach Möglichkeit, dass der arterielle Druck, das wird man aber normalerweise nur in der Klinik invasiv messen können, über 25 liegt. Warum? Dann ist die Myokardperfusion etwas besser und die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient das Ganze auch überlebt, dass das Myokard dann wieder anspringt, einfach etwas höher. Mhm. Aber der Patient ist weiterhin im Kammerflimmern, sagen wir jetzt mal. Wir haben die ganze Zeit ein tolles ETCO2 und trotzdem, der flimmert immer weiter. Und dann muss man sich überlegen, das ist definitiv ein Patient, wo man über ECLS, also ECMO-Anlage unter Reanimation, nachdenken sollte. Mhm. Warum? Der hat eventuell eine reversible Ursache und dann wird er mit der ECLS jetzt erstmal zwischenstabilisiert und kann dann eben behandelt werden, zum Beispiel an der Dialyse, zum Beispiel indem er in der Choro wieder die Koronargefäße revaskularisiert bekommt oder eine Intox behandelt wird. Oder. Das heißt, denkt einfach daran und da muss man auch sagen, muss man ja teilweise organisatorisch frühzeitig dran denken, wenn man jetzt am Reanimieren ist, präklinisch und denkt sich, Mist, der Patient, der hat eigentlich alle Maßnahmen erfüllt, dass der erfolgreich reanimiert wird. Frühzeitig auch darüber nachdenken, wo kriegt der Patient eine ECLS und vielleicht deswegen das Transportziel schon wählen oder unter der Reanimation vielleicht sogar auch den Patienten dann in ein ECMO-Zentrum fahren. Okay. Philipp, ich fasse zusammen. Abseits der Leitlinien, also nach den Schocks, nach dem Amiodaron, gibt es so zwei Komplexe, die wir therapeutisch anpacken können. Das eine sind Medikamente. Da war es vor allem das Lidocain, das interessant ist, aber auch eventuell Magnesium und eventuell Beta-Blocker mit ganz großen Einschränkungen. Mhm. Das zweite ist die Stromtherapie. Da war jetzt sehr hip eine Zeit lang diese Double-Sequence-Defibrillation mit zwei Defis gleichzeitig. Wahrscheinlich ist es gleich gut oder schlecht oder also wahrscheinlich hilft es gleich viel, wenn man die Defi-Patches einfach in der Position verändert, aber auch an das denken, vielleicht sind die man am Anfang in der Hektik irgendwie schnell mal aufklebt, gar nicht so perfekt positioniert. Dass die Umgebungsumstände optimiert werden müssen, ist klar und so als letzte Option bleibt die ECMO, je nachdem welches Zentrum man hat, vielleicht mal überlegen, kann man dorthin fahren, kann dort ein ECMO-Team herkommen oder wenn man sogar das Glück hat, in so einem Zentrum zu arbeiten, kann man frühzeitig quasi diese Kapazitäten aktivieren. Das braucht ja trotzdem einen Vorlauf, bis das alles gemacht wird, vor allem irgendwann mal in der Nacht oder am Wochenende. Perfekte Zusammenfassung. Euch viel Erfolg, würde ich sagen. Und ganz viele Studien habe ich mit in die Shownotes gepackt. Aber wie gesagt, viel gibt es nicht. Und gerne eure Kommentare dazu oder wenn ihr es ganz anders seht, bin ich gespannt. Genau. Wie immer, teilen und liken und bis zum nächsten Mal bei Notfallmedizin. Ciao. Ciao.